Die Shows von DJ Bobo sind schon immer etwas aufwendiger gewesen. Dieses Mal aber setzt der Schweizer Musikexpress noch einen drauf. Eine normale Bühne war René Baumann alias DJ Bobo für seine neue Tour nicht genug. Nein, ein ganzes Schiff musste es sein. Ein bisschen verrückt sein ist sicher hilfreich, wenn man sich so etwas ausdenkt. Schließlich wird dieses Schiff nie als Ganzes und auf dem Wasser fahren. In einer Nacht müssen die Bühne, die gesamte Technik abgebaut, verladen, transportiert, entladen und wieder aufgebaut werden. Während die Zuschauer noch schreien und toben, versucht die Crew, die den Mammuttransport zu bewerkstelligen hat, noch etwas Kraft zu tanken. Schlaf ist gerade zu Beginn einer solchen Tour ein Fremdwort für die Roadies. Dieser Mann hat sich die Sache allerdings selbst eingebrockt. Eddie Frühwirth hat diese Bühne mitentwickelt. Jetzt muss er dafür sorgen, dass jedes Einzelteil nach der Show zur richtigen Zeit auf die Reise geht. Das sind wichtige Elemente, wenn was weiß ich, zum Beispiel die Sattelzüge verkehrt stehen oder was weiß ich, Material ist in einem anderen Truck geladen oder sowas, ist noch nicht hundertprozentig ausbaldobert. Ne? Wenn eine Traverse, die morgens als erstes gebraucht wird, erst im dritten oder im vierten Truck ist, dann haben wir halt gelost. Das zu vermeiden ist doch die Aufgabe von Thomas Hess. Als Transportchef der Tour muss er am Hallenausgang die Übersicht behalten. Und das wird heute nach der Weltpremiere in der Köln Arena nicht einfach. Bei der Menge an unterschiedlichsten Teilen ist der Logistikjob in der Ladezone eine echte Herausforderung. Wir sind 8 Trucks, ich schätze mal so ca. 4.500 verschiedene Teile. Tonnen, würde ich sagen, knapp 120. Könnte hinkommen. Aber das kann man erst sehen, wenn wir es erstmal über die Schweizer Grenze fahren. Da wissen wir es genau. Noch während die Zugaben laufen, scharren die Roadies schon mit den Hufen. Die Zeit drängt, wer zu spät kommt, den bestraft der Lademeister. Immerhin, die Power aus der Show kann die gesamte Crew beflügeln. Die Premiere ist ohne große Patzer über die Bühne gegangen und war ein Riesenerfolg. Das war verdammt gut. Die erste Show, man hat ja eine Publikumsreaktion gehört. Ne? Euphorie ist bescheiden ausgedrückt gewesen. Das war schon ein Volltreffer, ein absoluter Volltreffer. Doch die Show muss jetzt schnell aus den Köpfen. Nun entern die eigentlichen Piraten das Schiff und nehmen es komplett auseinander. Eddie versucht, überall gleichzeitig zu sein. Für ihn läuft jetzt die zweite Premiere, der erste Abbau in nur einer Nacht. Da sitzt noch nicht jeder Handgriff. Zeitverlust ist einkalkuliert. Ja klar, die erste Nacht, das wird eine enge Nacht. Aber das ist vorausgeplant. Das ist so. Auf dem Weg aus der Halle in Richtung Ladezone stapeln sich mittlerweile die Kisten. Das Einladen muss möglichst koordiniert verlaufen. Zum Glück gibt es einen Masterplan. Der muss sich jetzt beweisen. Vorsi, gib mal den schönen Plan. Jawohl, Chef. Genau, so gehört es ja, hier ist ein Grundplan gemacht worden. Hier siehst du die Trailer, die sind nach Farben aufgeteilt. So hängt auf jedem Case etc. ein Ding. Das ist mal so die Grundplanung. Du fängst normalerweise morgens an, die ersten drei, plus der ist immer separat mit Gitterstapler und dann machst du blockweise und abends fängst du rückwärts an. Der und die zwei, dann die zwei und dann die drei. Je nach Standmöglichkeit. Es kommt auch unterschiedlich raus, das Zeug. Du musst es dann irgendwann verteilen, das wird er gleich sehen. Ja, das ist schon eine kleine Herausforderung. Rund 2 Stunden nach dem Ende der Show ist in der Ladezone dann die Hölle los. Das Schiff in der Halle ist noch lange nicht komplett abgebaut. Aber die ersten LKW müssen voll werden, bevor die wirklich großen Teile kommen. Der Zeitdruck auf das Team nimmt noch einmal zu. Langsam löst sich die gigantische Bühne der Pirates of Dance Tour in ihre Einzelteile auf.
Beim Abbau der Instrumente und der Elektronik ist Fingerspitzengefühl gefragt, wogegen die Außenteile des Piratenschiffes rohe Muskelkraft fordern. Mut wiederum brauchen die Rigger, die ganz oben die Lichtanlage demontieren. Draußen in der Ladezone hat Transportchef Thomas ein ganz anderes Problem. Geht mal bitte hinter das Tor dahin, dass hier nichts passiert, weil hier ist Ladestation. Alle da hinter das Tor, da kommt er auch raus. Da können wir warten. Die Fans weichen ungern von einmal erobertem Terrain, aber Thomas muss hart bleiben. Es droht Verletzungsgefahr für die Fans und Zeitverzug für die Crew. Ja gut, es kommt drauf an, wie sie sich tun. Die sind eigentlich ziemlich friedlich. Ich habe schon Backstreet Boys gemacht, das war viel schlimmer. Ja. Du musst da klar auch immer auf die Sicherheit der Fans achten, dass da nichts passiert und ruckzuck ist mal hier was runtergefallen. Schließlich kommen die Fans auch weiter hinten auf ihre Kosten. Das wissen die meisten von ihnen auch, denn DJ Bobo ist ein Popstar ohne Allüren. Während die Fans glücklich sind, hat Eddie weiter vorne Stress. Wie üblich beim ersten Mal passt nicht alles exakt wie geplant in die LKW. Jetzt heißt es mit Bedacht improvisieren. Nur das Teil unternehmen, oben drauf, ganz vorne. Jetzt, da die großen Teile in die Trailer wandern, ist nicht mehr viel Platz für Alternativen. Im Großen und Ganzen hat sich der Ladeplan bis jetzt auch gut bewährt. Gilt das auch für den Zeitplan? Wie ist die Lage? Zeit? Wie viel Uhr haben wir? Jetzt haben wir 2:15. Das sieht sehr gut aus. Das erste Mal, verdammt gut. Ja, eine halbe Stunde. Weiterhin ist Thomas im Moment schlechter gelaunt. Wenn der Fahrer beim Vorziehen vergisst, gleich den Trailer aufzuschließen, geht Zeit verloren. Das ist zwar nicht viel, aber im Ablauf wird nach jeder Sekunde gesucht, die das Geschehen in der Ladezone beschleunigen kann. Nächstes Mal, wie ich gesagt habe, aufmachen. Gegen Ende nimmt der Druck auf alle Beteiligten noch mal zu. Es ist rund gelaufen in der Kölner Arena. Aber die Roadies und Fahrer wissen, dass bis zur Mitte der Tournee noch gut 1,5 Stunden gefunden werden müssen. Gegen 2.30 Uhr wird der erste Trailer geschlossen. Der Super-GAU wäre, ein wichtiges Teil, schlicht zu vergessen. Nee, vergessen geht eigentlich nicht, weil da muss einer zurückfahren. Da hat normalerweise einer die Arschlochsrunde. Der läuft noch mal durch die Halle und sucht alles zusammen. Doch ein Blick in die Köln-Arena zeigt, zumindest große Teile können da nicht mehr sein. Und so ist gegen 3.30 Uhr der letzte LKW zur Abfahrt bereit. Die LKW lassen die Köln-Arena hinter sich. In zweier Seilschaften geht es auf die Reise nach Frankfurt. Ein Erfahrungswert. Falls ein LKW ein Problem bekäme, könnte der andere Hilfestellung leisten. Diese Sicherung ist besonders auf den langen Etappen sinnvoll. Heute ist die Strecke überschaubar, aber der eine oder der andere Fahrer macht sich schon Gedanken über die kommenden Mörderetappen der Tour, zum Beispiel von Saarbrücken nach Magdeburg. Ja. Bin ich nicht mehr dabei, aber die anderen werden es dann ordentlich hart haben. Das sind über 600 Kilometer und dann vielleicht die beste Zeit, weiß ich nicht, 2 Uhr, 2:30 Uhr. Dann nochmal die, keine Ahnung, 8 Stunden Fahrt nochmal da oben drauf, das wird schon eng. Dagegen ist die heutige Fahrt fast ein Kinderspiel. Knapp 2 Stunden sind es nur nach Frankfurt. Die Fernfahrer der DJ Bobo Tour genießen die Gnade der kurzen Etappe. Schon vor 5 Uhr sind die ersten in Frankfurt angekommen. Pech für diejenigen Roadies, die mit dem Privatwagen vorausgefahren sind. Die kurze Nacht nach der Premiere der Pirates of Dance in Köln ist noch kürzer als geplant. Im ersten Sonnenlicht offenbart die Ballsporthalle in Frankfurt ihre Tücken. Über diese steile Rampe geht es zum Bühneneingang. Unten muss der Sattelzug nach links um eine scharfe, schmale Ecke. Millimeterarbeit mit über 20 Tonnen sensibler Bühnentechnik an Bord. Eddie und Thomas sind bereits wieder voll in Action. Eigentlich soll der LKW bis zum Eingang rollen.
langsam, stopp! Stopp! Mal langsam! Nee, das wird nicht, stopp! Wir hatten ursprünglich gedacht, man kann zwei Sattelzüge reinfahren in den Innenhof und kann die unten parallel ausladen. Das ging aber nicht, weil diese Sattelzüge um 4 cm höher waren wie die alten klassischen Schwanenhals-Sattelzüge. Und dann musste man halt, was weiß ich, zwei nacheinander ausladen. Und das gab dann halt nochmal vor Ort eine Verzögerung, leider. Verzögerung beim Ausladen, das bedeutet Randklotzen beim Aufbau. Alles muss über die Rampe manuell in die Halle geschoben werden. Der erste Aufbau nach einer Transportnacht läuft fast schon überraschend perfekt. Im Lauf der kommenden Stunden wächst das Piratenschiff aus dem Hallenboden. Genauso wie es in der Nacht zuvor in Köln verschwunden ist. Zum Licht- und Soundcheck ist alles bereit. So ist sogar Zeit für eine richtige Probe. DJ Bobo will eine leicht missglückte Aktion zu Beginn der Show in Köln jetzt fest ins Programm nehmen. Es war so geplant, dass auf den Anzähler 1, 2, 1, 2, 3, 4 der Vorhang fallen sollte. Man hat es akustisch nicht gehört an der Seite der Bühne. Es war zu spät gestern, aber war genau richtig zum Schlagzeugeinsatz. Das fand natürlich Bobo genial. Mit dem Schlagzeugeinsatz fällt der Vorhang und das machen wir heute. Sowas geht natürlich nur, wenn unter der Piratenflagge eine eingeschworene Mannschaft segelt. Vom Popstar bis zum Fernfahrer. Man plant sowas, man weiß aber nie genau, wie das von den Menschen, die da mitarbeiten, angenommen wird und so. Und das ist hier diesmal eine Zusammenstellung von Menschen, die scheinbar hervorragend zusammen spielen. Die Helfer, die Crew und so weiter. Und das ist fantastisch. Wenn die Zuschauer in Frankfurt schließlich jubeln dürfen, haben sich 4.500 Teile und 120 Tonnen in einer Nacht von Köln nach Frankfurt bewegt. Und in 2 Stunden beginnt das ganze Spiel wieder von vorne.